Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem neuen Teil Tribe. Ich habe immer noch mega Bock auf das Game. Ich habe mega Bock, neue Sachen freizuschalten, mein Dorf immer autarker werden zu lassen. Wenn euch das auch gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und einen Kommentar, das füttert den Algorithmus. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Und damit, let's go. Ey, es regnet mal nicht. Wir haben die Monsunzeit anscheinend überstanden. Perfektes Wetter. Ja, ein paar Wolken sind da, aber nicht viele. Das ist doch das perfekte Wetter, um in die dunkle Höhle zu gehen, um das Ritual freizuschalten, was wir jetzt noch machen müssen. Segen des Wissens. Na dann. So, wir schalten es frei. Ja, sehr gut. 25, 25. Oha, Feuer. Marktplatz freigeschaltet. Okay. Was macht man auf dem Marktplatz? Knochen-Talisman freigeschaltet, ja. Göttlicher Weihrauch. Göttlicher Sand. Tonschalen. Ton. Okay, verstehe, verstehe. Grobe Hacke. Verstehe, mit der groben Hacke müssen wir wahrscheinlich Ton abbauen. Aber wir sollen jetzt beginnen mit dem Bau der Brücke. Ich gehe gleich mal hin, weil ich will wissen, was die Brücke ist. Ah, okay, okay. Darf ich hier drauf? Ja. Hier vorne ist die Brücke. Große Blätter und Bambus. Auch wieder erstmal. Und hier auch ganz viel Bambus. Und hier auch Bambus. Okay, und dann gibt es hier eine große Brücke, die hier über den Magmafluss geht. Das ist nice. Und da kommen wir dann wahrscheinlich in das Gebiet hier. Und da gibt es auch Pilze, so wie das aussieht. Und hier drüben gibt es Ton. Und hier gibt es auch Ton. Hm, verstehe. Also wir brauchen hier ganz viele Ressourcen. Vor allem große Blätter und Bambus. Aber da werden ja noch andere Teile freigeschaltet, die dann noch dazu gebaut werden müssen. Da brauchen wir bestimmt auch Holz. Also sehr viel Stuff, den wir hier heranschleppen müssen. Ich gehe erstmal zurück ins Dorf. Guck mir an, was der Marktplatz kann. So, zurück im Dorf. Ich guck mal ganz kurz. Wo ist der Marktplatz? Erzfällerhütte? Nee. Hier ist der Marktplatz. Beschäftige hier Stammesangehörige und verwalte Karawanen zu anderen Marktplätzen. Okay, okay. Ich verstehe noch nicht so richtig, warum. Außer, wir haben hier einen neuen Altar. Hier bauen wir ein neues Dorf. Hier bauen wir wieder einen Marktplatz hin. Und dann können wir Ressourcen von diesem Dorf rüber zu dem Dorf an den Marktplatz senden. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich mir jetzt vorstellen kann, warum wir sowas wie einen Marktplatz bauen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal genug Ressourcen mit, damit wir die Sachen, die jetzt an der Brücke sind, schon bauen können. 170 Bambus. Ja, Holz nehmen wir auch mal mit. Stein und Äste vielleicht. Gelbes Gras könnte wichtig sein. Ranken auf jeden Fall. Ja. Damit gehen wir erstmal wieder zur Brücke. Baue einen Brückenträger. Ist ja jetzt erstmal die Quest. Noch nicht die Brücke bauen, sondern, Entschuldigung, einen Brückenträger. Wie sieht es jetzt trotzdem im Stamm aus? Alle pennen. Ja, ja, ja. Die haben keine Ressourcen mehr, weil ich die gerade alle beklaut habe. Zack, zack, zack. So. Baue Brückenteile 0 von 9. Aha, okay. Das ist jetzt erstmal der Träger. Verstehe. Na, dann bauen wir doch mal die Brückenteile. Ah, hier oben brauchen wir jetzt Holz. Es ist auch wirklich so aufgebaut, dass es theoretisch auch der Anfang einer Brücke sein kann. Ne? Also ist jetzt nicht unrealistisch, finde ich. Das, was wir jetzt hier bauen. Alter, es frisst aber auch unglaublich viel Ressourcen. Also, da brauchst du schon eine funktionierende Economy, damit das hier funktioniert. Damit du so viel bekommst an Ressourcen, dass du den Bums hier bauen kannst. Ich muss ja auch sehr aufpassen, dass man nicht runterfällt.
Wie viel Holz habe ich noch? 30. Wird langsam weniger. Und es geht einfach noch eine Etage hoch. Jetzt fehlt mir Holz. Ab dem Punkt fehlt mir jetzt Holz. So, 2 von 9 Brückenteilen haben wir schon gebaut. Und dann wird das nachher so runtergelassen oder so? Kann ich mir das so vorstellen? Vielleicht kann ich hier auch noch ein bisschen Holz hacken, weil von dem anderen Zeug haben wir ja noch genug. Ich habe nicht mal ein Drittel von der Brücke gebaut. Jetzt ist meine Axt kaputt. Schön. Ah, ich habe noch eine. Oh, lol. Dieses Netz da drunter zu bauen, ist ja... Das ist ja kacke. Ist das, was ich meine? Da kommt man gar nicht ran. Ist schwierig zu bauen jetzt. Darum ist das Geländer, das Gerüst hier so hoch. Okay, 3 von 9 haben wir schon mal gebaut. Ja, ich guck mal ganz kurz in die Stammesübersicht. Die haben keine Steine mehr. Ja. Sammel mal Steine bitte. Was haben wir jetzt von dem Bau noch übrig? Auf jeden Fall haben wir noch 70 Bambus, 60 Äste, Steine haben wir auch nicht verbraucht, gelbes Gas auch nicht wirklich, Holz haben wir noch 11, Ranken haben wir auch nicht verbraucht. Eigentlich brauchen wir nur Holz, Bambus und große Blätter. Das ist so das, was wir jetzt farmen müssen, auf jeden Fall. Weil ich komme ja da oben jetzt gerade nicht weiter, weil ich einfach keine großen Blätter mehr habe. So, wenn wir jetzt wieder zurück im Dorf sind, werde ich mich auch erstmal hinlegen. Mein Charakter möchte schlafen. So, ich lege jetzt erstmal zurück, was ich nicht brauche für die. Andersrum. Was ich nicht brauche für die Brücke. Zack, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So, ich denke, ich kann jetzt nochmal zur Brücke gehen. Und zumindest den 4. Teil fertig bauen. Vielleicht auch noch einen 5. Mit den Ressourcen, die ich jetzt dabei habe. Also Marktplatz bauen ist jetzt für mich erstmal gar nicht worth. Also ich glaube nicht, dass ich das demnächst machen werde. Erst wenn ich im Prinzip da hinten ein eigenes Dorf gebaut habe. Hier oben in den Bergen. Also das, was ich jetzt vermute, was jetzt passiert, wenn die Brücke fertig ist. Also bis jetzt brauche ich das Ding noch nicht. Mein Dorf funktioniert erstmal so, wie ich es habe, ganz gut. Würde ich sagen. Ich könnte natürlich mit mehr Leuten arbeiten, aber... Ja. Vielleicht stocke ich irgendwann mal auf die Wirtschaft. Dass man dann so mehr als eine Sammlerhütte hat und so. Oh, ich brauche doch hier gelbes Gras und Ranken. Sehe ich gerade. Oh, toll. So, sehr gut. Jetzt gehen wir wieder hoch. Bauen wir den Rest noch dran. Nicht runterfallen, bitte. Danke. Immer das Netz zuerst bauen. Weil sonst kommt man nicht mehr ran. Habe ich jetzt gelernt. Ich habe ja noch eine funktionierende Axt. Und wir haben auch noch Bäume in der Nähe. Also werde ich hier ein bisschen Holz farmen. Stell dir mal vor, du musstest dir sowas hier ausdenken, damit du eine Brücke über einen Lavafluss errichten kannst. Ist doch krank. Da muss man ja erstmal drauf kommen, auf so eine Konstruktion hier. Wie viel Bambus haben wir noch? 25, das sieht gut aus. Also, wir sind mit sehr viel Bambus rein, aber ich muss sagen, auch Bambus geht bei der Konstruktion. Hier wird zwar überall Bambus verwendet, aber Holz ist eher das Problem gerade, finde ich. Ja, wir müssen jetzt hier, wenn wir das fertig haben, müssen wir noch 2 Teile dran bauen. Da eins und da eins. Und dann dürfen wir erst mit der Brücke rüber. Ob wir das noch diese Folge schaffen, kann ich euch nicht versprechen. Ich gehe mal, wie viel Holz haben wir jetzt? 6 hat er gesammelt. Na, ich gehe mal aber erstmal zurück zum Lager.
Und guck mal, was ich da im Lager noch verwenden kann. Ich würde mal den Typen aus der Schamanenhütte ausziehen lassen. Und in der Holzfällerhütte machen lassen, damit wir halt an die Mats kommen. Wir haben jetzt 47 Steine, das ist auch etwas viel. Sammeln mal bitte erstmal gelbes Gras. So, was haben wir jetzt in der Lagerhütte? 19 Holz, das ist schon mal gut. Das nehme ich auch mit. 31 gelbes Gras. Ranken haben wir ganz viel. Ist, was ich noch so ein bisschen vermisse, dass Stammesangehörige schwanger werden können und man sozusagen dann Kinder hat. Aber vielleicht kommt das noch. Ich glaube es zwar nicht, weil ich nicht so eine Übersicht habe wie Medieval Dynasty über jeden meiner Dorfbewohner. Bisher, wo ich dann sehe, Männchen, Weibchen, was hat er so für Vorzüge, warum ist er dabei und bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. So, haben wir jetzt noch Stuff? Oder haben wir vielleicht noch eine Axt im Lager? Das ist ein großer, grober Hammer. Das sind auch ganz viele grobe Hämmer. Eine Axt haben wir nicht. Wir können aber auch mal aufhören mit den Messern. Mach mal bitte Äxte. Das wäre nice. Genau, weil die Holzfällerhütte jetzt auch out of Äxte ist. Ja. Ich meine, wir haben Teil 7 ja schon fast fertig, fehlt nur noch 8 und 9. Und eventuell ist die dann schon so weit, dass man die ablassen könnte. Habe ich da gerade einen Truthahn gehört? Oh. Hier ist ein Truthahn. Hier sind zwei Truthähne. Hallo. Oh, bist du witzig. Nice. Okay. Also hier kann man doch bestimmt auch irgendwas machen. Ist doch, das sieht aus wie ein Feld. Den Bums hier abernten oder so. Irgendwas kann man doch hier mitmachen. Okay, das ist jetzt das letzte Teil. Ich hoffe, ich habe noch genug Mats. Nee, ich merke jetzt schon, dass mir Bambus fehlt. Weil ich nicht an alle Teile rankomme. Wisst ihr, was ich meine? Ich komme da nicht ran. Ich brauche noch eine Etage höher. Von dem Gerüst. Jetzt ist genau das, was mir fehlt, ist das Rankenteil. Kann ich vielleicht hier so drauf? Und dann? Ja! Okay, ich brauche das Gerüst also nicht fertig bauen. Jetzt sollen wir mit dem Ältesten sprechen. Das ist vielleicht jetzt mal wieder so ein Dialog vom Ältesten, den ich mir bis zum Schluss anhören werde und wo ich jedes Wort mitlesen werde. Vielleicht sagt er uns jetzt, dass wir da drüben ein anderes Dorf errichten dürfen. So, hier haben wir den Ältesten. Ist die Brücke fertig? Ja. Fantastisch, endlich kann unser Stamm wachsen, aber du solltest zuerst eine Handelsroute erstellen. Die Götter haben die andere Seite der Insel nicht mit genügend Wasser gesegnet. Wie meinst du das? Die Dürre da draußen dauert ewig. Das Angeln dort kannst du vergessen. Nimm ein paar Speere mit und bereite dich auf die Jagd vor. Ein anderes Problem könnte der Mangel an grüner Vegetation sein. Du musst sie mit Ranken und großen Blättern aus deinem Land über die Handelsroute versorgen. Verstehe. Kann ich sie nicht einfach mitnehmen? Wirst du müssen, das Ödland hat nicht genug Ressourcen, um einen Markt zu errichten. Erst wenn du einen gebaut hast, werden sie unsere Waren per Handel erhalten können. Ah, okay. Aber theoretisch müsste das auch mit einem Lagerhaus funktionieren. Egal. Also muss ich hier mehr Ressourcen sammeln. Ja, du musst zusehen, dass die Sammler genug Blätter und Ranken sammeln und dass sie derselben Lagerhütte zugeteilt sind wie der Koch und die Messermacher. Toll, denk daran, dass viele Regenzeiten vergangen sind, seit wir die anderen Stämme das letzte Mal getroffen haben. Du siehst, wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Es ist das Beste, wenn du wachsam bleibst. Aha, okay. Marktplatz, mit Hilfe von Märkten könnt ihr untereinander Ressourcen über große Distanzen verschicken. Ressourcen werden aus den Lagerhütten geholt, denen ein Markt zugeteilt ist. Okay.
Also muss ich auf dieser Seite erstmal einen Markt errichten. Verstehe. Mal sehen, wie groß der ist. Ich würde den ja gerne auch hier hinten mit hinsetzen. Bei den anderen Gebäuden. Hier vielleicht. So. Das würde erstmal ein Bambus reichen. Zumindest für die Markthütte. Und dann gucken wir mal. Markthütte. Hier unten. Da ist er. Ja, ist doch okay von der Größe her. Können wir doch genau hier noch hinquetschen. Easy peasy. So. Jetzt haben wir eine sogenannte Markthütte. Hat ja Eingänge von allen Seiten. Okay, okay. Ruhr Marktplatz. Okay. Dorflager, Lagerhütte. Durchtrenne die Seile, um die Brücke zu entfernen. Ah, das machen wir jetzt noch, bevor die Folge endet. Das ist jetzt noch der... Ja, die finale Aktion. So ein bisschen... Das Folgenende. Das dramatische Folgenende. So rum. Seid ihr schon gespannt? Ich auf jeden Fall. Ich würde es gern sehen, wie das jetzt aussieht. Ich liebe das auch, dass ich hier dieses Spiel hier mit dem Let's Play entdecken darf. Ne? Also, wie gesagt, ich bin da wirklich blind rein und ihr habt es ja gemerkt in den Folgen davor. Ich habe mich immer tierisch gefreut, wenn wir irgendwas freigeschaltet haben oder irgendwas Neues oder ich einfach nur entdeckt habe, wie dieses Spiel eigentlich funktioniert. Ist mega nice. Ich mag sowas. Und wenn es euch auch gefallen hat bis hierher, dann schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Lasst ein Like da und auch ein Abo für den Kanal. Würde mich freuen. So, wir sollen jetzt die Seile durchtrennen. Oh, Cutscene. Nice, sehr nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Irgendwas habe ich hier gesehen, dass wir das noch nicht fertig gebaut haben. Hätten wir jetzt, wenn wir hier fertig gebaut hätten, noch weiter nach oben bauen können? Wahrscheinlich beide Seiten, ne? Aber das müssen wir ja gar nicht. Das ist ja eigentlich Ressourcenverschwendung. Hier an dem Gerüst noch weiter zu bauen. Das ist Quatsch. Aber das ist doch mal nice. Wie schön rot das hier leuchtet, ja. Finde den neuen Stamm. Sandland besucht. Oh. Nice. Und genau an dieser Stelle geht es in der nächsten Folge weiter. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Bis zum nächsten Mal im Sandland. Bis dann, ciao.